Wenn Sie als Patientin oder Patient zu uns in die Essener Universitätsmedizin kommen, tun wir alles für Ihre Sicherheit. So, Frau Hildebrand, wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Jetzt müssen wir über den Eingriff noch sprechen. Unsere Ärztinnen und Ärzte besprechen mit Ihnen, wie wir Sie untersuchen und behandeln wollen. Und auch, welche Risiken damit verbunden sind. Wenn Sie alles verstanden haben und damit einverstanden sind, bestätigen Sie das bitte mit Ihrer Unterschrift. Wenn wir Sie zum Beispiel am Bein operieren werden, markieren unsere Ärzte noch die entsprechende Stelle. Das wäre genau der Bereich, in dem wir das dann machen wollen. So, Frau Hildebrand, ich wollte Sie jetzt noch pflegerischerseits einmal auf. Wenn wir Sie stationär behandeln, fragt unsere Pflegekraft, was alles bei Ihnen zu beachten ist. Den Aspekt Sturzgefahr auf jeden Fall erfassen, dass das für jede Schicht sichtbar ist. Ob Sie Hilfe benötigen, dass Sie sich hier gut aufgehoben fühlen und nicht stürzen hier auf Station. Und deswegen versuchen wir direkt im Vorhinein zu ermitteln, wie groß ist die Sturzgefahr und Ihnen genau die richtigen Hilfsmittel anzubieten. Das alles halten wir in der elektronischen Patientenakte fest. Auch zum Beispiel, ob Sie Schmerzen haben, vielleicht desorientiert sind, sich wund liegen könnten oder eine besondere Diät nötig ist. Wir haben im Blick, wie es Ihnen geht. Und jede Pflegekraft weiß zu jeder Tages- und Nachtzeit, was Sie brauchen. Daran erinnert uns zusätzlich das Computerprogramm. Wenn bei Ihnen die Gefahr besteht, dass Sie stürzen könnten, mit dem Hinweis, braucht massive Unterstützung. Sie bekommen von uns dazu ein Faltblatt zur Sturzvermeidung. Das Wichtigste für Ihre Sicherheit ist unsere Hygiene. Vor jedem Patientenkontakt desinfizieren wir uns deshalb die Hände. Das dauert eine Weile, ist aber selbstverständlich. Beiden Nasenlöchern die Schleimhaut einmal. Wir prüfen bei allen Patienten, ob sie vielleicht einen Keim mitbringen, der gefährlich werden könnte. Können wir nicht ausschließen, dass sie einen solchen Keim an sich haben, ergreifen wir besondere Schutzmaßnahmen. Für Patienten mit Infektionen haben wir eine Spezialstation. Die Hände desinfizieren wir uns sowieso. Dazu tragen wir eine Haube, wenn wir ihr Zimmer betreten. Einen Mundschutz und einen Einmalkittel. So vorsichtig sind wir übrigens auch, wenn Patienten keine Infektion, aber ein geschwächtes Immunsystem haben. Ganz wichtig sind die Handschuhe. Ihre Besucher kleiden sich bitte auch so an und melden sich vorher im Dienstzimmer. Jedes Mal. Als vollsensibler Mycobacterium tuberculosis Stamm identifiziert worden. Auf Infektionen spezialisierte Ärzte und Krankenhausapotheker entscheiden gemeinsam, wie sie ihre Infektion bekämpfen. Wenn wir sicher sind, dass die Gefahr vorbei ist, brauchen wir auch keine besonderen Schutzmaßnahmen mehr. Dann genügt, was bei uns selbstverständlich ist, die Händedesinfektion. Wenn Sie für eine Operation bei uns sind, vergewissern wir uns, bevor es losgeht, dass alle Unterlagen beisammen sind. Sie bekommen auch ein Patientenarmband mit Ihrem Namen, das uns zusätzliche Sicherheit gibt. Wichtig ist für mich jetzt, ob Sie auch wirklich nüchtern sind jetzt heute Morgen. Ich habe nichts gegessen, auch nichts getrunken. Okay, gut. Unser Operationsteam bereitet währenddessen alles für Ihren Eingriff vor. Auch da steht die Hygiene an erster Stelle. Das OP-Personal, das später dem Chirurgen die Instrumente anreicht, ist schon steril eingekleidet. Bevor wir ein Instrument für Ihre Operation benutzen, hat das etliche Kontrollen durchlaufen. In unserer Zentralsterilisation geht's los. Alle Instrumente reinigen wir in speziellen Maschinen. Wenn sie wieder trocken sind, prüfen unsere Hygienefachleute, ob sie einwandfrei sind. Dazu nehmen sie jedes Teil in die Hand. Sie sehen es genau an und probieren aus, wie es funktioniert. Lässt sich etwa eine Schere nicht leicht öffnen? Helfen Sie mit Paraffinöl nach, bevor alle Instrumente sterilisiert werden. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird dokumentiert. So können wir noch Jahre später nachsehen, wer an welchem Tag die Container mit den Instrumenten gepackt und in den Sterilisator geschoben hat. Bei der Hygiene nehmen wir es nun mal genau. Deshalb ist auch unsere Operationsabteilung streng abgeschirmt. Am Eingang werden Sie erwartet. Hallo.
Guten Tag, mein Name ist Kabajan. Wie heißen Sie denn? Hildebrand ist mein Name. Frau Hildebrand, wann sind Sie denn geboren? 25.01.57. Was wird denn bei Ihnen heute gemacht? Das alles wollen wir von Ihnen hören, damit wir Sie sicher identifizieren können. Ist das auch markiert? Darf ich das mal sehen? Ja, ist markiert. Sehr schön, okay. Wir kontrollieren auch noch Ihr Patientenarmband. Währenddessen zählen im Operationssaal die Kolleginnen und Kollegen alle Instrumente, Tupfer und Tücher. 8, 9. Ein Kollege zählt mit und hält das Ergebnis in der Dokumentation fest. Das wiederholen wir auch am Ende der Operation. Zur Sicherheit. Wenn Sie im Operationssaal angekommen sind, überzeugen wir uns noch einmal, dass Sie der erwartete Patient sind und prüfen die Markierung an Ihrem Bein. Alle halten im sogenannten Team-Timeout kurz inne, sagen, was erledigt und was als nächstes zu tun ist. Wenn wir sicher sind, dass alles in Ordnung ist, beginnt die Operation. Natürlich kontrollieren unsere Anästhesisten ständig, wie es ihnen geht, bis sie im Aufwachraum wieder zu sich kommen. Wenn sie dann wieder in ihrem Zimmer sind, rufen sie bitte eine Pflegekraft, bevor sie aufstehen, damit sie nicht stürzen. Ach, Frau Hildebrand, wie kann ich helfen? Sie müssen mir einmal helfen, ich muss zur Toilette. Ja, gerne, dann gehen wir einmal zusammen. Rutschfeste Socken geben Ihnen einen zusätzlichen Halt. Lassen Sie sich helfen, bis Sie wieder sicher auf den Beinen sind. Sind Sie wegen einer Krebserkrankung bei uns, klären unsere Spezialisten im sogenannten Tumorboard, mit welcher Behandlung wir Ihnen helfen können. Ja, guten Tag, Frau Hildebrand. Die Details Ihrer Behandlung, zum Beispiel einer Chemotherapie, bespricht unser Arzt mit Ihnen. Ich wollte Ihnen jetzt kurz noch was über die Nebenwirkungen erzählen. Zunächst werden wir 2 Medikamente Ihnen verabreichen. Das eine heißt Doxorubicin, das ist so eine rötliche Substanz. Wenn Ihnen klar ist, was wir vorhaben und Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie uns das bitte. Hier müssten Sie dann einmal unterschreiben und das Datum von heute eintragen. Natürlich bekommen Sie eine Kopie des Formulars. Herr Fredebrand, ich würde jetzt noch die Chemotherapie für morgen bestellen, dass sie auch da ist, morgen früh. Was Ihnen der Arzt verordnet, ist in unserer Datenbank gespeichert. Er wählt die Arznei aus und schickt die Verordnung elektronisch an unsere Krankenhausapotheke. Dort prüfen unsere Krankenhausapotheker die vorgesehene Dosierung und rufen, sollte Ihnen etwas auffallen, die behandelnden Ärzte an. Was wir für unsere Patienten brauchen, haben wir im Lager. Auch die Substanzen, aus denen wir ihre Chemotherapie zubereiten. Diese Substanzen sind sehr wirksam. Entsprechend der Verordnung messen wir die für Sie vorgesehene Menge im Reihenraum unserer Krankenhausapotheke ab. Die fertige Infusion bringt unser Bote auf Ihre Station. Dort prüfen wir noch einmal, ob die angelieferte Medizin mit dem Medikamentenplan übereinstimmt. Und wir geben Ihnen vorsorglich etwas gegen Übelkeit. Frau Hildebrand Martina, 25.01.57. Das stimmt. Erst wenn Sie bestätigt haben, dass Sie der Patient sind, für den dieses Medikament vorgesehen ist, legt unsere Pflegekraft die Infusion an. Das machen wir genauso, wenn Sie zur Behandlung in unsere Ambulanz kommen. Selbstverständlich achten wir genau darauf, wie Sie die Chemotherapie vertragen. Schließlich tun wir alles für Ihre Sicherheit in der Essener Universitätsmedizin.